Hallo, ich bin Ralf und ich stelle euch heute das neue D-Lite 5 und Hommage 5 vor. Ihr habt richtig gehört, im Modelljahr 25 wird es ein umfangreiches Update unserer Premium-Modelle geben. Mit neuem Design und neuem Antrieb. Das D-Lite 5 und Hommage 5 mit Pinion MGU. Was ist neu? D-Lite 5 und Hommage 5 gehören optisch und bezüglich der Ausstattung zu einer Familie. Die klare und grafische Gestaltung sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Unterschiede gibt es in der Rahmenform. Während das D-Lite 5 einen klassischen Diamantrahmen hat, bleibt das Hommage 5 ein Tiefeinsteiger. Bei beiden Modellen haben wir den Anspruch an den höchsten Technologie- und Digitalisierungsstandard und das beste Fahrerlebnis. Warum Pinion? Weil das innovative Pinion eDrive System extrem wartungsarm, langlebig und voll integriert ist. Die Kombination aus Antrieb und Getriebe passt aus unserer Sicht perfekt zu unseren vollgefederten Premium-Modellen. Anders als sonst üblich bilden die Schaltung und der Motor eine Einheit, verortet im Tretlagerbereich. Die sonst von einer Schaltung besetzte Hinterradnabe bleibt leicht und stabil. Die Federung bewegt sich freier. Das wirkt sich positiv auf die Fahrdynamik aus. Denn so verringert sich der Anteil der ungefederten Masse. Außerdem arbeiten bei der Motor Gearbox Unit oder kurz MGU nicht zwei verschiedene Bauteile miteinander, sondern Motor- und Getriebeschaltung bilden ein kompaktes Paket, das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Mit einem Drehmoment von 85 Newtonmeter ist der Motor sehr kraftvoll. Die Schaltung bietet 12 Gänge und wird über einen Schalthebel bedient. Die Bandbreite liegt bei 600%. Gemeint ist damit das Verhältnis vom kleinsten zum größten Gang. Das ist hier größer als bei herkömmlichen Schaltungen, bietet also einen größeren Spielraum. Dadurch könnt ihr sowohl im flachen als auch bei steilen Anstiegen mit einer angenehmen Trittfrequenz fahren. Maximal unterstützt werden 120 RPM. Das D-Lite 5 und das Hommage 5 wird es außerdem auch als S-Pedelec geben. In dem Fall erfolgt die Unterstützung bis 45 km/h. Das Getriebe ist zweistufig aufgebaut, das heißt, es besteht aus zwei Teilgetrieben. Eines ist zuständig für die große Bandbreite, das andere für eine feine Abstufung. Das System liegt geschützt vor Umwelteinflüssen in einem vollständig abgedichteten Gehäuse, ist damit in Kombination mit einem Carbonriemen zuverlässig und pflegeleicht. Abgesehen von einem Ölwechsel nach 10.000 Kilometern ist es quasi wartungsfrei. Für ein möglichst natürliches Fahrgefühl messen interne Sensoren kontinuierlich Motordrehzahl, Eingangsdrehmoment, Geschwindigkeit des Bikes, Trittfrequenz und Position von Schaltwelle und Kurbelarm. Schalten ist immer auch unter Last möglich. Ein paar erweiterte Funktionen der sogenannten Smart Shift Schalttechnologie vereinfachen den Schaltprozess zusätzlich. Start Select bietet die Möglichkeit, automatisch nach dem Stopp in einen zuvor ausgewählten Anfahrgang zu schalten. In der Pre-Select-Funktion kann das System im Freilauf eigenständig in den für die aktuelle Geschwindigkeit perfekten Gang wechseln. So tritt man aus dem Freilauf kommt nicht ins Leere. Ganz neu ab diesem Sommer das vollautomatische Schalten. Details dazu stellt Pinion auf der Eurobike vor. Durch die verschiedenen Modi habt ihr die Wahl, ob ihr ganz oder halbautomatisch unterwegs sein wollt oder lieber selbst schalten möchtet. Es gibt vier Unterstützungsstufen. Die niedrigste Eco ist auf maximale Reichweite ausgelegt, die höchste Fly auf maximale Leistung. Die beiden dazwischen, Flow und Flex, sind adaptive Fahrmodi. Dadurch, dass der Getriebestrang und der Motor eine Einheit bilden, weiß das System immer, in welchem Gang man gerade unterwegs ist und passt die Unterstützung, also die Motordrehzahl, entsprechend an die Trittfrequenz und Bedürfnisse an. Ihr könnt die Unterstützungsstufen aber auch individuell einstellen. Das gilt auch für die Geschwindigkeit der Schiebehilfe. Darüber hinaus gibt es noch eine Anfahrhilfe und einen Extra-Boost. Solange ihr während der Fahrt die Schiebehilfetaste gedrückt haltet, pusht euch der Boost in die höchste Unterstützungsstufe Fly. Was ist noch neu? Die Rahmenkonstruktion ist so konzipiert, dass sie auch zukünftige Antriebssysteme mitdenkt. Das bedeutet, dass wir einen und denselben Rahmen mit verschiedenen Motoren und Akkus anbieten können. Und das ohne optische Veränderung des Motorbrackets oder des Downtubes.
So bedienen wir unterschiedliche Kundenbedürfnisse mit nur einer Rahmenplattform. Hier könnt ihr also gespannt sein, was in den nächsten Monaten noch kommt. Die Geometrie wurde vollständig überarbeitet. Daraus ergibt sich ein neues Fahrerlebnis auf allen Untergründen. Das Kinematikkonzept des abgestützten Eingelenkers, also den Punkt, an dem das Hinterrad mit dem Hauptrahmen verbunden ist, kombiniert optimale Integration mit den generellen Vorteilen eines Eingelenkers. Also niedrigen Wartungsaufwand und geringem Verschleiß. Die Hinterradschwinge wurde von Grund auf neu konstruiert und sorgt für ein verwindungssteifes und progressives Ansprechverhalten. Den rahmenfesten und damit gefederten Gepäckträger haben wir optisch überarbeitet. Das Tretlager wurde leicht erhöht, die Kurbeln sind etwas kürzer, sodass sich das Rad leichter in die Kurve legen lässt und wir mehr Bodenfreiheit gewinnen. Der Sitzwinkel verläuft etwas steiler, das bringt mehr Gewicht auf das Vorderrad, was sich positiv auf die Fahrstabilität auswirkt und mehr Kontrolle über das Vorderrad verleiht. Das Rahmenschloss wurde ins Design integriert und fügt sich dadurch harmonisch und unauffällig ein. Es ist Teil der Serienausstattung. Die Farben sind ebenfalls neu. Das D-Lite 5 gibt es in Amber und Stone Grey, das Homage 5 in Warm Silver und in Night. Die ressourcenschonenden Pulverbeschichtungen in mineralischen Tönen unterstreichen den Premium-Charakter. Die neuen hochwertigen Schutzbleche aus Aluminium passen mit ihrem mattschwarzen Finish perfekt zum Look. Auch das Akkucover haben wir neu entwickelt. In Rahmenfarbe und aus Aluminium verschließt das komplett abnehmbare Cover den Rahmen. Da es nicht mehr mit dem Akku verbunden ist, dient es auch als Abdeckung im Transportfall. Ein 800 Wattstunden Fit Tupac Akku sorgt für Energie. Der Akku kann direkt am Rad geladen oder herausgenommen werden. Wer akkuschonend laden möchte, kann im Display den Long Life Mode auswählen. Damit wird der Akku nur zu 80% geladen. Bei den neuen Modellen unterstreichen wir den High-Tech-Charakter noch mehr als bei den Vorgängern. So ist das hochwertige Fox Federungspaket mit einem 120 mm Federweg an der Fox AWL Frontgabel und 45 mm am Fox Flows Rhythm genauso Teil der Serienausstattung wie die Dropper Post. Zu der Premium-Ausstattung gehören außerdem die TRP4 Kolbenbremsanlage für noch mehr Bremskraft mit 203 mm Bremsscheiben an Heck und Front sowie die M99 Mini Pro Lichtanlage mit Fernlicht und das Supernova TL3 Pro Rücklicht mit Bremslicht. Der RX-Chip ist ebenfalls serienmäßig verbaut. Das bedeutet, dass ihr euer Bike über unsere RX Connect App zum Beispiel orten, digital abschließen oder auch Fahrdaten einsehen könnt. Und nicht nur das. Im ersten Jahr ist unser Service Connect Care Free in Deutschland, Österreich und Luxemburg kostenlos verfügbar. Das bedeutet, ihr könnt nicht nur die Features unserer RX Connect App vollumfänglich nutzen, sondern verfügt im ersten Jahr auch über Versicherungsschutz inklusive Wiederbeschaffungsservice, europaweiten Diebstahl- und Vollkaskoschutz ab der ersten Fahrt. Und das alles ohne Selbstbeteiligung. Dazu müsst ihr euch nur im Mein Bike-Bereich auf unserer Webseite registrieren und den RX Service Connect Carefree buchen. In der Schweiz könnt ihr den Service Connect Ride Free buchen, der im ersten Jahr ebenfalls kostenlos ist. Dieser Service beinhaltet die Leistung der RX Connect App. Oder ihr entscheidet euch für das umfangreiche Servicepaket Connect Care Basic International. Im Fall eines Diebstahls kümmern wir uns dann um die Wiederbeschaffung eures Bikes. Alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Webseite. Darüber hinaus gibt es natürlich noch ein paar Optionen. Die GX-Option beinhaltet Stollenreifen und Flat Pedals. Die Stollenbereifung bietet auf Schotterpisten mehr Halt und damit Sicherheit. Für mehr Stauraum kann der Frontgepäckträger sorgen, der mit bis zu 5 Kilo beladen werden kann. Wer zusätzliche Sicherheit wünscht, wählt die Schlosskette inklusive Tasche. Die Tasche wurde in Zusammenarbeit mit VD überarbeitet und besteht zu nahezu 100% aus recyceltem Material. Sie wird jetzt eingerollt und mit einem Steckverschluss verschlossen. Es gibt mehrere Display-Optionen. Teil der Serienausstattung ist das Remote-Display mit einem 1,3 Zoll Farbdisplay. Als Option könnt ihr den Multi-Adapter wählen. Der bietet neben dem Remote-Display noch eine Smartphone-Halterung mit SP Connect Plus-Schnittstelle.
Die dritte Variante ist das Komfortdisplay mit einer einfachen Bedieneinheit an der Seite. Das hochauflösende 3,5 Zoll Farbdisplay bildet nicht nur Standardfunktionen ab, sondern zeigt auch die Temperatur, die Trittfrequenz und ein Höhenmesser inklusive Steigung und Neigung an. Die Rahmen kommen aus Portugal und bestehen zu mehr als 30% aus ASI-zertifizierten und damit recycelten Aluminium. Dank robotergestützter Rahmenfertigung und neuesten Fertigungsmethoden macht die Rahmenoptik einen Sprung. Die flüssigen Übergänge lassen den Rahmen, wie zum Beispiel an der Front, wie aus einem Guss wirken. Und Schweißnähte sind dank Smooth Welding optisch ansprechend. Zusammengefasst, es gibt eine neue Control Technology Familie, die das D-Lite 5 und das Homage 5 umfasst. Unsere High-Tech-Premium-Modelle voll ausgestattet mit hochwertigster Technik. Durch das Design erscheinen sie auch optisch wie aus einem Guss. Als Antrieb fungiert die Pinion MGU. Das innovative System vereint Motor und Getriebe in einer Einheit. Übrigens, parallel zum D-Lite 5 und Homage 5 wird es auch weiterhin das D-Lite 4 und Homage 4 mit Bosch-Antrieb geben. Ihr habt die Wahl, welches System ihr bevorzugt. So, das war's von mir. Weitere Informationen findet ihr ab August auf unserer Webseite. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, gute Fahrt und bis bald.